Herzlich willkommen zurück bei Darksiders 2. Wir sind aktuell in der Unterwelt, so heißt das Gebiet hier. Wir sind gerade reingekommen, da ist noch ein Wulgrim, da haben wir ein bisschen Zeug verfüttert, ein Level gemacht. Ende der letzten Folge noch die Chaosgestalt aktiviert, die sehr cool aussieht übrigens. Und jetzt bin ich hier dabei, solche Schaben zu killen. Die hier anscheinend irgendwie alles vollgeglibbert haben mit ihren Eiern. Und... warte mal, da ist doch... Oho, den habe ich leider nicht gesehen. Aber wirklich schwer zu töten sind sie auch nicht. Okay, ich muss darüber angeln. Machen wir einmal so und so. Wunderbar. Was ist hier los? Ich höre etwas. Ach, guck mal einer an. Loot. Ja, sehr geil. Da muss ich ja eh hin, das heißt, ich gehe erstmal hier runter und prügel mich ein bisschen. Mit den Viechern hier. Komm. Na, gab leider keine coole... Kommt da aber, ey. Immerhin. Und ich muss sagen, es ruckelt echt weniger. Das war echt... Naja, gut. Problem gefunden, Problem gelöst. Nicht jedes Spiel verträgt sich mit dem Fenstermodus. Aber... so ist das manchmal. Achso, jetzt muss ich hier rüber, gell? Ja. Hey! Und... ich würde gerne mal das Schwert benutzen, anstatt die Peitsche. Aber ich glaube, das ist wieder eine andere Waffe. Ach, guckst du die mal an, da vorne? Guckst du die an? Oh. Die kennen wir ja noch. Ach, die guten alten... ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Alter. Ganz ruhig, ja. Ganz ruhig. Ich muss mir unbedingt mal... ich glaube, das mache ich gerade mal. Gucken wir uns gerade mal die Kombos an. Hier nicht, sondern hier. So. Hieb. Neutral V plus Alt. Pause. Und dann... oh Gott. Also... einmal, okay, wenn ich gedrückt halten, macht er Kettenring, dann einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Einmal gedrückt halten, nee, gedrückt halten, dann nochmal. Drücken, Pause, Reißleine, Luftanstoß. Das heißt, es gibt's mit einmal, dann Pause, dann nochmal gedrückt halten, dann zweimal, also einmal, zweimal, dreimal und gedrückt halten. Ich probiere erstmal ein paar aus. Huch, hier muss ich drücken. Das heißt, 3, 4, das sind 5. Wenn ich es gedrückt halte, ist anders. Stimmt. Ist anders. So. Wenn ich drücke und dann einmal drücke, ist... ja, ist das schnelle Ende. Okay, das ist die Kette. Kurz warten. Das ist sehr gut zu wissen. Ey, 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 ey. Ich hätte gern so eine kleine Anzeige, auch wenn wir die nicht anvisiert haben, wie viel Leben die noch haben. Aber mein Gott. Ich lasse mich doch nicht von stören. So, hier lang. Okay, das heißt, das Symbol da oben scheint auch immer auf Wegpunkte fixiert zu sein und nicht auf das Ziel direkt. Was ist das denn? Widerlicher Scheiß. Hm. Alter, Alter. Hä? Was hat er denn jetzt anvisiert gerade? Boah, der kleine Snitcher da oben. Ohne Scheiß. Das ist mein Heilungsding. Ich muss den da runterholen. So, und dann diesen. Macht er nicht.
Gut, dann komme ich hoch zu ihm. Wenn er es denn so haben will. Habe ich irgendwas zum Heilen? Aktuell nicht, deswegen heile ich mich einfach mal so. Das ist ja eh unendlich, also was heißt unendlich oft, es lädt sich wieder auf. Mittlere Maustasten zum Werfen. Da drauf? Nee. Da drauf? Hä? Was genau hat das jetzt gebracht? Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ach, da oben dran vielleicht. Guck, was er macht. Aha. Okay, okay. Das ergibt sehr viel mehr Sinn. Der musste erst da ein bisschen dran nuckeln, dass er explodiert. Downtown. Du beobachtest wirklich aufmerksam, Beobachterin. Die habe ich aber ehrlich gesagt auch nicht gesehen gerade. Hä? Das ist eine Spiegelung da unten. Hallo. Das gerne mal ausprobieren. So, und dann. Bats. Sehr gut. Wenn wir die Kombos so irgendwann mal so ein bisschen drin haben, läuft es auch alles sehr viel einfacher ab. Okay, das ist hundertprozentig der nächste, die nächste Todsünde. Ich bräuchte eventuell ein bisschen Life. Nein, ich wollte gerade drücken. Nein. Wo starte ich jetzt neu? Hier? Boah, ist das assi. Boah, okay. Boah, das ist natürlich mies. Das ist sehr mies, muss ich sagen. Also es verzeiht einem nicht. Ich skippe jetzt die normalen Viecher hier ganz kurz einfach mal. Und gehen wir direkt ans Eingemachte über. Gibt zwar, würde zwar mal ein paar Seelen geben, aber die kriegen wir auch sonst noch. Alles gut. Okay. Gantemil. Autsch. Oh, da habe ich ein Item vergessen, offenbar. Autsch. Das fand ich jetzt nicht so nett. Okay. Chaos-Fragment habe ich noch zwei Stück, aber Chaos-Ding ist auch fast voll, also... Stärkungsfragment ist vielleicht nicht so verkehrt. Dann wäre aber natürlich ein Cooldown dann auf unsere ganzen Dinger. Schauen wir mal. Sollte eigentlich gehen. Was? Wo bist du? Come to me. Hau immer drauf. Irgendwas hat doch gerade gefiepst, oder? Oder ist es wieder das Ding hier vorne? Weil ich da drauf werfen muss, oder ist jetzt... Ah, ist offen. Alles gut. Okay.
Dann das Ganze nochmal. Diesmal bitte ohne Tod. Das wäre, also, ne? Ohne Tod. Ohne zu sterben. Ich wäre dem Spiel sehr verbunden. Okay, es sind ein paar. Aber komm, einfach mitten reinstürzen und voll die Fähigkeit reinbashen. Ey. Huch. Dürfte ich mal gerne, bitte eine Heilung? Danke sehr. Chaos ist fast ready. Kommen wir bald zu. Die beten offensichtlich irgendeinen Käfergott an oder sowas. Gehe ich jetzt mal von aus. Es gibt Geschichten über ihn, aber Trägheit. Sieht er noch schrecklicher aus. Ich glaube, mir wird schlecht. Ach ja, so ist es halt. Was ist die Beobachtung? Ah, guck mal hier, Vulgrim, hä? Du alte Sau. Ja, das heißt, das ist auch wie so ein Checkpoint. Das ist gut. Dann öffne ich nochmal ein bisschen Splitterdinger hier. Hallo? Kann ich davon mir was kaufen? Sei gegrüßt. Heilung vielleicht? Lass dir Zeit. Das kostet jetzt mehr. Das ist natürlich assi. Das wird uns beiden Spaß machen. Ja, hau raus. Den Kappes. So. Ich geb den einfach mal in Schaden rein. Wohl vorerst. Bastard. Muss ich jetzt schon hier rüber? Nee, ich muss hier lang. Da muss ich anscheinend rein, laut dem Wegpunkt, aber... Ey. Das können wir auch gleich machen. Machen wir erstmal hier den ganzen Kappes weg. Sammeln den Kappes auf. Der Lutscherklumpen. Lutscherklumpen brauchen wir. Was machst du hier? Was soll denn das? Hallo? Ich wollte schon sagen. Diamant spart. Okay, der. Frage ist jetzt aber, wo soll der dran nuckeln? Gibt's hier nicht, wo er dran nuckeln könnte, oder? Oder sehe ich es einfach nur nicht? Nee, dann leck mich! Guck ich mal, was hier so ein Krach macht. Haha, wie lustig. Okay, es hört sich auf jeden Fall... Ah, hier, das sieht doch noch was aus. Das heißt, ich muss jetzt den Käfer holen, den da hinsetzen, muss den das essen lassen und dann kann ich da das Ding deaktivieren. Ich verstehe. Jetzt habe ich aber den Käfer schon weggeworfen. Das ist vielleicht nicht so gut. Jetzt rennt er immer noch da hinten rum, oder? Nee. Wie hole ich den? Ah. Hallo. Kommen Sie mal mit. Huch. Du musst mal hier ein bisschen Zeug futtern, damit ich dich benutzen kann. Hier. In etwa so. Gibt es hier was? Hundertprozentigen Fight.
Ich gucke jetzt mal, was da hinten noch war. Da stand noch ein Gegner. Irgendwo versteckt. Den würde ich gerne erstmal wegmachen. Hallo. Wie geht's dir? Oh, der ist ein bisschen heftiger anscheinend. Das war ein sehr schneller Weg nach unten. Guten Tag, da bin ich wieder. Alter, ich visier doch an. Hä? Was ist denn jetzt los? Tschüss. Jetzt bist du derjenige, der einen Abflug macht. Heimlich mal, geht das? Nee. Im Krabbelmodus. Kann ich mich wohl nicht heilen. Ein Mensch? Es ist genug. Genug. Ganz ruhig. Was ist das? Er hat's gar nicht berührt. Ich hab's genau gesehen. Fake. Fake News. Fake News. Hört sich an, als ob kämpft ein Mensch? Ist das richtig? Okay. Hört sich so ein bisschen so an, als ob ein Mensch da kämpfen würde gegen irgendetwas. Schauen wir mal. Gehen wir mal gucken, ne? Alter. Jo, was ist los? Ich mache keinen Schaden. Ah, ein bisschen. Komm, voll drauf, Herr Mann, Alter. Jawoll. Würdigen Gegner zu treffen, um ihn unausweichlich zu vernichten. Bei so viel Eigenlob solltest du dir lieber die Nase zuhalten. Und wie Hä? Denkst du das zu lösen? Meine blutdürstige Herren. Oh, Verjüngungskern. Ah, automatisch. Okay. Ja. So, das mache ich sofort. Allerdings gehe ich... Ja, ganz ruhig. Hier, kannst du schon mal die Gülle futtern. Ich komme gleich zu dir. Guten Tag. Okay, hier gibt es mehrere. Das ist ein bisschen lila. Und einmal so. Jetzt brauche ich allerdings noch einen Käfer. Kommen Sie mal hier raus. Hier, futtern. Was? Sind das Rippen, die da rausgucken oder was? Okay, die explodieren dann nach einer Zeit. Das ist gut zu wissen. Okay, wie kriege ich dann... Kann ich die anvisieren, während die da unten rumhängen? Wo ich... Nee. Dann kriege ich die da oben offen... Obwohl, ich kann sie vielleicht da hochwerfen sogar. Das ist vielleicht eine Möglichkeit. Okay, dazu müsste ich nur... Alter, wie viel Schaden das macht. Schnell genug da hochkommen. Nach da hinten kommen. Komm, einmal probier es noch. Wenn es nicht geht, gehen wir einfach weiter. Was soll's. Hier. Sippel mal ein bisschen. Sehr schön. Das geht schon mal nicht. Gut. Komischen Wurftaktiken, dass er irgendwo hinwirft, wo er nicht hinzielt. Kennen wir schon aus dem zweiten. Das heißt, wir brauchen das da gar nicht zu probieren. Guck mal einer an. Was machen die denn da? Gib mir das. Den Lutscherklumpen. Viel mehr gibt's hier nicht. Ne? Wie? Ah, das ist ein temporär.
Das heißt, die roten sind temporär. Gut zu wissen. Ey, 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 ey. Okay. Geht das, oder? Ach, jetzt bin ich hier. Wie soll ich denn das jetzt machen? Ich brauche zwei davon. Ha, ich brauche zwei. Das heißt, den muss ich erstmal wegwerfen. Und muss einfach beide trinken lassen. Dann muss ich den einen einfach mitnehmen. Kommen Sie mal wieder raus. Weil wenn er nämlich schon getrunken hat, explodiert er unweigerlich, relativ kurz danach. Habe ich wenig Einfluss drauf. Deswegen muss ich die erst trinken lassen, dann mit einem draufwerfen, den anderen nehmen und dann da durchlaufen. Das ist sehr gut. Ja. Nehme ich dich mit. Geh hier durch und nein, ich wollte gerade drücken. Warum nur? Warum nur? Kommen Sie mal mit. Das heißt, ich muss direkt werfen anscheinend, weil viel Zeit bleibt da wohl nicht. Gott. Merke ich mir. So, der sippelt gerade. Hallo. Jawoll. Ah, der gute alte Sound. Was? Okay, soll ich die Chaosgestalt aktivieren? Also. Engel gegen Dämon. Nice. Musik in meinen Ohren. Spüre das Brennen der Himmelsklinge. Du bist daran, Engel zu zerstückeln. Jeder braucht ein Hobby. Ich hoffe, du hast mir etwas übrig gelassen. Ich versuche es nicht allzu sehr zu genießen. Kämpfe oder krieche, Hexer. Oh, das ist bedauerlich. Oh. Er hätte nicht Hexe sagen dürfen. Hat der nicht gesagt, Zorn ist ein Geschenk für uns? Der Ultan? Alter. Geht auf jeden Fall voll aufs Ganze. Ich brauche Heilung, Heilung, Heilung. Und Chaos. Ja, dann zeig mal her, mein Freund. Ja, Toggle. Oh, er macht aber schon. Alter, Alter. Und. Ah, schön einen nachsetzen. Und. Direkt noch einen hinterher. Boah, Alter, war das knapp. Oh, leck. Alter. War das knapp. Boah. Gib ihm! Autsch. Nein! Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Na? Okay, ah nee, die Seelen sind weg. Das heißt, okay, der Stein ist weg. Das ist alles weg. Gehe ich direkt jetzt dahin. Beziehungsweise ich würde sagen, okay, ist alles frei. Machen wir in der nächsten Folge. Da jetzt schon wieder, ja, 25, 24, 25 Minuten rum sind, dann würde ich sagen, nach der nächsten Folge ist, beende ich mal die Aufnahme. Oder
Ja, doch nach der nächsten Folge, damit ich den Kampf auf jeden Fall safe noch drin hab, ohne dass es ruckelt. Und dann nach der nächsten Folge beende ich die Aufnahme komplett. Also nicht komplett, aber beende diese Aufnahme als solche Datei. Und schaue mal, wie das jetzt mit OBS läuft, da ja das Ruckeln offensichtlich nicht von OBS stammte, sondern vom Fenstermodus. Guck ich mal. So, das da vorne nehme ich logischerweise mit. Das nehme ich noch mit und dann beenden wir. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Darksiders 3. In diesem Sinne. Bis dahin.